Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir aufgehört mit der Feststellung, dass unsere Produktion von den blauen Fläschchen nicht hinreichend ist. Und wir sehen, da laufen nicht alle Maschinen. Und das tun sie, weil wir zu wenig rote Schaltkreise haben. Wenn wir hier unten schauen, woran das liegen könnte. Hier. Zu wenig Holz. Zu wenig Holz. Ich hoffe, das ist ein Problem, das wir recht einfach korrigieren können. Die hier haben wir ja schon mal verdoppelt und die sind recht langsam. Was wir vielleicht machen könnten, ist, dass wir hier das Förderband mal updaten. Hier. Dann hier auch rot. Und dann hier, wo wir einen Teil von unserem Holz für Harz abzweigen, können wir das so machen. Und vielleicht machen wir auch auf dieser Seite ein bisschen ein Update, so dass zumindest das Holz sich nicht auf dem Band staut, sondern das effektive Problem das ist, dass die Maschine zu langsam ist. Und dafür haben wir ja dann die Speed-Module. Und wenn wir die in Beacons reinpacken, insbesondere hier im Eck, dann haben wir hier einige von unseren Gewächshäusern im Fokus von den Beacons, und da sehen wir, ja, jetzt sind inzwischen so schnell, dass effektiv das Förderband zu langsam ist. Sich das Ganze da staut. Und dann machen wir das mal auf blau. Einfach, dass wir das da rausbekommen. Und dann sollten wir hier ein volles Band an Holz haben. Ja, da sind wir noch nicht ganz durch, aber dann sollten wir hier wieder mehr Durchsatz haben und mehr von den Maschinen sollten dann laufen können. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt. Und dann möglicherweise zu unserem nächsten Problem übergehen. Der Import hier auf der linken Seite ist nun hinreichend, aber wir sehen, hier unten haben wir ein paar Maschinen, die bekommen nicht genügend Dioden und Transistoren. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte das damit zusammenhängen,
eng, dass wir hier unterschiedlich schnelle Förderbänder haben, so dass das, was wir hier vom Band nehmen, dass die Lücken, die werden wieder aufgefüllt, weil sich das Material dann beim Übergang zum langsameren Förderband aufstaut. Wir sehen das hier, aber hier beim blauen Förderband sehen wir, da hat es immer noch Lücken drin. Und nun sollten wir Material bis ganz nach unten bekommen. Ja, das sieht soweit gut aus. Wir produzieren hier wieder mehr. Frage ist dann effektiv, ist das genügend? Hier auf dieser Seite stauen sich die Fläschchen schon wieder. Und das scheint mir ein Anzeichen dafür zu sein, dass es uns an einer anderen Flächenfarbe fehlt. Die pinken und lila ist wahrscheinlich auch nicht allzu rosig. Dann gehen wir hier mal nach hinten und schauen die hier an. Da sind es dieses Mal die Chemiefabriken, weil zu wenig von den gelben Schallkreisen kommen. Wenn wir hier einfach mal das Förderband auf gelb updaten, hat das noch keinen Effekt. Was können wir tun, dass wir da mehr gelbe Schaltkreise produzieren? Hier einen schnelleren Greifer. Doch einfach mal schnelleres Band hin. Und vielleicht ein Update der Greifarme. All das könnte helfen. Dann die Kupferdrähte. Vielleicht müssen wir da einfach auch auf Violett updaten, dass wir da genügend Durchsatz haben an den Kupferdrähten, so dass wir einen optimalen Durchsatz haben, dass hier alle Maschinen bedient werden. Und es sieht so aus, als ob wir hier ja, weil wir das nur auf eine Seite vom Band legen, haben wir hier ein bisschen ein Problem mit dem Durchsatz. Aber das können wir hoffentlich lösen, indem wir hier auf unser schnellstmögliches Band wechseln.
Dann machen wir einfach dieses Band mal auf Rot. Und schauen, was das für einen Effekt hat. Es sieht so aus, als ob nun das Kupfer bis hier ganz unten hinkommt. Und das sollte helfen, dass da etwas mehr Kupfer durchgeht. Wir haben fast ein volles gelbes Band. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, jetzt kommen die Schaltkreise, die gelben, bis ganz nach oben hin. So dass wir hier mehr produzieren. Dann laufen auch mehr von den Maschinen hier. Und wahrscheinlich braucht es ein Weilchen, bis da dass das den vollen Effekt hat. Wir können auch hier noch auf Rot updaten. Das hilft auch noch ein bisschen. Gut. Und dann waren es auch noch die hier. Sind die Kisten? Das sollte ein einfaches Update sein. Machen wir hier Stapelgreifarme. Denn es scheint effektiv ein Problem zu sein, dass wir hier zu wenig Input reinbekommen. Und es ist natürlich nicht förderlich, dass hier das Messing nur auf der Hälfte vom Band liegt. Wahrscheinlich, weil wir das beim Ausgang von unserem Bahnhof nicht sauber aufteilen auf die beiden Seiten. Haben wir noch 60.000 drin. Das heißt, hier sollte eigentlich bald wieder ein neuer Zug Material anliefern. Und Messing ist nicht so ein Material, von dem wir wahnsinnig viel verbrauchen. Darum denke ich, sollte das genügen. Und wenn wir hier dann ein Band mit Messing auf beiden Seiten bekommen, dann denke ich, läuft auch diese Maschine wieder besser. Hier sehen wir, da sind wir fast bis ganz oben. Die letzten vier produzieren noch nicht. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr gelbe Schaltkreise. Ein volles Band wäre wünschenswert. Es scheint so, als ob wir hier zu wenig könnte sein, dass die Greifarme hier einfach zu langsam sind, dass die
Kupferdinger vom Band nehmen können. Was hier? Hier stauen sich zumindest die Kupferdrähte. Und hier können wir die Bänder upgraden, so dass die Materialien schneller nach unten laufen. Weil es ist ja anscheinend nicht nur die Zinnspulen, und auch das Carbon, das wir hier nicht bis ganz nach unten durchbekommen. Ja. Und vielleicht helfen wir da dann auch Produktivität aus. Ja, das Band sieht nun voller aus. Und sobald die hier hinten ankommen, sollten wir auch hier einen Effekt verzeichnen können. Und wir können sehen, dass die gelben Schallkreise nun hier zurückstauen. Und es ist immer so, dass dasselbe. Wir müssen eigentlich mehr produzieren, als wir verbrauchen, um sicherzustellen, dass wir eine optimale Pipeline haben. Und hier kommen nun mehr Chemiefabriken durch. Wir sind hier inzwischen nur noch bei 3 Maschinen, die nicht laufen. Vor ein paar Momenten waren es noch 5. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir hier in der Lage sein sollten, alle Maschinen mit Materialien zu bestücken. Und wenn wir hier die Rezepte anschauen, wir brauchen nur eine Chemiefabrik für 3 Wissenschaftspakete, und das Ganze dauert 21 Sekunden. Und hier werden natürlich zuerst die Maschinen hier mit Chemiefabriken befüllt. Wir können sehen, hier haben wir 3, und diese hat sich erst 2 schnappen können. Aber inzwischen sind wir noch bei einer, die nicht läuft, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch die noch an den Start bekommen können. Wenn wir hier rüberschauen, dann sehen wir hier. Jetzt haben wir wieder ein volles Band Messing hier, und nur die obersten laufen nicht, weil wir hier irgendwas nicht auf die Reihe bekommen. Da fehlt es uns an Input. Der Input kommt von, was ist das? Aluminium. Ja, das ist ein Problem, denn unser Zug hier oben ist fast voll. Und hier produzieren wir zu wenig. Unglaublich, unglaublich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was wir da dann effektiv machen können. Aber so wie es aussieht,
produzieren wir doch in der Zwischenzeit mehr, als wir das zu Beginn der Episode der Folge hatten. 140. Wir wollten eigentlich auf 240, aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Insbesondere, wir müssen ja berücksichtigen, das ist der Schnitt über die letzten 10 Minuten. Und da können wir sehen, wenn wir hier oben schauen, da sind wir fast bei 200. Das ist fast unsere Zielgröße. Also da fehlt uns nicht mehr viel. Und vielleicht müssen wir beim... Wo sind wir hier? Machen wir das so. Und das so. Machen wir hier ein Upgrade drauf. Und zwar ein Upgrade auf ein rotes Band. Hierhin und dann führen wir das gelbe Band hier nach oben. Wo wollen wir hier durch? Wahrscheinlich hier. Und dann so nach oben. Und dann können wir das oben an unsere Verarbeitung mit ranmachen. Da machen wir vielleicht besser ein rotes ran. Und dann so quasi sicherstellen, dass wenn wir zu unten zu viel von dem Hydroxid haben, dass wir das einfach da nach oben durchschieben. Und wir nicht bei unserer Aluminiumproduktion in die Verlegenheit kommen, dass wir da dann zu wenig haben. Da gehen wir am besten hier unten durch. Können wir hier nach oben und sobald ich meine Förderbänder wieder habe, werde ich den Rest da auch noch bauen. Aber wir haben heute wieder ein Teilstück erledigt. Wir haben die Produktion von den violetten und den pinken Fläschchen geboostet. Sobald wir da Aluminium mehr besser an den Start bekommen, sollte das auch helfen. Also, das war's. Ich komme hier hinter dem Masten hervor
um euch zu verabschieden, denn das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss!